Ja, hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück hier zu Runes of Magic. Ich bin's wie immer, euer André, und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Let's Play. So, heute wird wahrscheinlich der Tag sein, wo wir endlich, ja, wir verlassen endlich dieses Dreckloch. So, es wird einfach mal Zeit, wa? So, wir reisen jetzt mal nach Logar. Ryford hätten wir noch und Morphantas haben wir hier den. Ich würde sagen, wir gehen nach Logar. Das sieht interessant aus mit der Mühle da hinten. Oder was sagt ihr? Was hier? Sassila, ist es Steppe und das ist in den heulenden Bergen. Ah, Berge hören sich gut an. Nehmen wir. Dann lass uns mal hingehen. Mann, das hat ja lange gedauert. Ich glaube 100 Jahre, dass wir endlich das Startgebiet verlassen können. Ich bin so glücklich. Und dann bin ich gespannt, was uns erwartet. Ich hoffe, nichts so Schwieriges. Ich hoffe, es knüpft alles an und ich habe keine weiteren Probleme und wir können einfach ganz entspannt weiterspielen. Warnung, der benutzte Computerspeicher hat ein gesundes Maß überschritten. Oh, was? Junge, Junge, Junge. Mit meinem Computer, wer hätte das gedacht bei so einem Spiel? Okay. Wow, Spieler! Spieler! Yeah! Spieler! Wie cool ist das denn? Leute, ich sehe Spieler. Was, ey? Okay, wo, also Briefkasten? Meinst du, ich habe was im Briefkasten? Ah, ja, stimmt. Oh, cool, ja, stimmt. Wir haben ja von der Birgit, war, die hat uns ja hier oh, eine halbe Million Money gegeben. Yay. Und neue, oh, guckt euch das an. 47, über 50 Dinger hier. Ja, geil. So, auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank für diese ultra krasse Spende. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Sehr lieb. So, entnehmen. Habe ich 167 von denen. Okay, da. Hallo Tralo. Damit du im Spiel Erze abbauen, Kräuter sammeln und Holz fällen kannst, brauchst du verschiedene Rezepte. Diese bekommst du bei Jadana, Stahlsand, Kräuterkunde, Polin, Bergbau, Chantol und Jura Holz. Außerdem in deinem Rucksack, soweit ich weiß, einen Bodensack. Hier bekommst du je nach Level Up etwas. Am besten, du öffnest erst, wenn du länger spielst. Wenn du endlich raus hier bist. Da hier ein Pferd für einen Tag drin ist, falls du das nicht schon hast. Das lohnt es sich. Liebe Grüße, Sam Fenja. Dankeschön. Danke, danke. Ich werde es mal noch nicht löschen, falls ich es nochmal brauche. So, ja. Ach, es ist ab Stufe 11 hier die ganzen, die Dinger hier. Der blaue Sack. Nein, den habe ich nicht mehr. Den habe ich wahrscheinlich schon verkauft. Oder schon geöffnet. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehe ich hier keinen. Oder bin ich blind? Bin ich blind. Egal. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, lasst uns erstmal Entspannung halten. Entspannung und erstmal schauen, was ist hier los. Ja, was ist hier los, Leute? Ich habe keinen Plan. So, wir haben erstmal zu den Aufgaben, weil ich ja jetzt eigentlich die Quests in den Höhlen überhaupt gar nicht mehr benötige. Die kann ich jetzt einfach mal alle aufgeben. Ja, die brauche ich alle nicht. So, aber jetzt sind wir hier und jetzt wollen wir hier spielen, im Hier und Jetzt. Okay, dann gehen wir mal zu George, Bürgermeister von Logar. Mal gucken, was der Bürgermeister zu sprechen hat. Oh Gott, der hat gleich vier Aufgaben für uns. Das ist vielleicht ein kleiner Ort ohne Luxusunterkünfte, aber dennoch heißen wir euch in Logar willkommen. Abenteurer, ich brauche eure Hilfe. Mein Adoptivsohn Dion streift bei seinen dummen kleinen Abenteuern gerne tief im Seeweiderwald, in der Höhle, im toten Baum herum und ist mit einem gerade mal knöcheltiefen Wissen über ein paar Kampftechniken ausgerüstet. Ich warne ihn oft vor den Gefahren der Höhle im toten Baum, aber er hört einfach nicht auf mich.
Jetzt ist er verschwunden. Ich glaube fest, dass er zur Höhle im Toten Baum gegangen ist. Aber die Wachen hier haben ihre eigenen Probleme. Von den Stadtbewohnern, die nichts vom Kämpfen verstehen, kann ich nicht verlangen, dass sie das Risiko eingehen, mir zu helfen. Ich fürchte daher, dass es an euch liegt, Dion bei der Höhle im Toten Baum zu suchen. Sagt ihm, er soll schnell zurückkommen, damit die Stadtbewohner, damit ich mir keine Sorgen machen muss. Der Seweida-Wald liegt westlich unserer Stadt. Wenn ihr gerade am Fuß der südlichen Bergklippe entlang geht, seht ihr nach einer Weile einen riesengroßen Baum. Die Höhle im Toten Baum liegt direkt darunter. Junge Abenteurer, ihr kommt genau zur richtigen Zeit. In der Stadt gibt es ein Waisenkind namens Milaya. Bei meinem Versuch, etwas über ihre Vergangenheit herauszufinden, bat ich einem Freund von mir, den Soldaten Wankelo, um Hilfe. Der einzige Lohn, den er für seine Mühen erhielt, sind einige ziemlich schwerwiegende Wunden. Ah, aber ich schweife ab. Wankelo sagte, dass er ein paar Hinweise zu diesem Rätsel entdecken konnte, aber er hat mir noch nicht erzählt, welche. Da ich im Moment schrecklich beschäftigt bin, könntet ihr Wankelo für mich darüber befragen? Als ich ihn zuletzt gesehen habe, sagte er etwas davon, zum Hügelgrab zu gehen. Bitte bringt den Brief aus Varanas zum Außenposten der 3. Kompanie. Gebt ihm dem Hauptmann vor Ganda. Das Lager ist nicht weit von Loga entfernt. Geht die Straße in der Nähe der großen Windmühle im Norden entlang, dann seht ihr es. Habt ihr es je erlebt, dass ihr auf euren Abenteurern euren Rucksack mit schweren Gegenständen vollgeladen habt, für die kein Laden einen anständigen Beitrag zahlen möchte? Dann habe ich gute Nachrichten für euch. Ihr könnt versuchen, sie im Auktionshaus zu verkaufen. Vielleicht sind andere Abenteurer gerade auf der Suche nach genau diesem Gegenstand, bereit, einen hohen Preis dafür zu bezahlen. Ich habe eine wertvolle goldene Statue im Auktionshaus zur Versteigerung angeboten. Aber ich weiß nicht, wie die Auktion läuft. Könntet ihr O'Shell, dem Organisator des Auktionshauses, für mich danach fragen? Er befindet sich bei der Windmühle im Westen des Dorfs. Perfekt. So, dann gucken wir mal auf die Karte. Okay. Sieht sehr interessant aus. Jetzt haben wir ja endlich mal eine richtige Karte hier. Können wir jetzt noch größer werden? Heulende Berge. Auch schon wieder so schwer hier. Hier, Region 1. Wie ihr schon seht. Ja, wo bin ich gerade? Kein Plan. Aber wie ihr seht, es ist echt krass groß. Wow, da hat man ja eine Weile zu. Dann gibt es noch Region 2. Instanz. Okay, das sind alle Instanzen, ja? Gott, wenn das alle sind, da hast du ja eine Weile zu tun. Okay. Event-Instanz. Ja, sieht ja auf jeden Fall ziemlich viel aus, muss man sagen. So, dann, da ist der Rüstungshändler, Kleidungshändler, Schmiedewerk weiter. Gehen wir als erstes mal hier lang. Guck mal, wie viele Aufgaben. Hier sind ja so viele Aufgaben, da habe ich ja erstmal 100 Jahre zu tun, Mensch. Ah, die machen hier Musik. Nur leider höre ich nichts. Schade. Ah, die Musik habe ich hier ausgeschaltet? Weiß nicht, kann sein, oder? Könnte vielleicht sein. Das ist was mit, ja. Nein, das Spiel ist gecrashed. Tu mir doch sowas nicht an. Ah, Hilfe! Oh Gott, wie peinlich. Was ist denn mit dem Game los? Oder was ist mit meinem Computer los? So ein Mist. Okay, bei dem Starten von dem Spiel ist ein Fehler aufgetreten. Ah. So, okay, es geht weiter. Mitten im Let's Play haben wir einfach mal eine Störung. Ist doch auch nicht schlecht, oder? Wer hat das schon mal gesehen? Ich habe es noch nie gesehen. Normalerweise würde man es rausschneiden, aber ich bin hart. Ich lasse es einfach drinne, damit ihr seht, dass auch Fehler passieren können. So ist es halt. Ist nicht schlimm. So, da sind wir auch schon wieder.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich hatte die Musik ausgemacht, weil es Probleme mit Lizenzrechten bei YouTube gab. Also irgendwie ist die Musik anscheinend rechtlich geschützt. Nicht so wie bei anderen Spielen, wo YouTube da nichts gegen sagt, aber da war es ein Problem. Sonst hätte ich gerne ja, euch ein bisschen Musik im Hintergrund dudeln gelassen. Aber das können wir halt leider nicht machen. Aber ist kein Problem. Ihr könnt es euch denken. Aber wenn ihr sowieso Spieler seid, dann wisst ihr ja, was die beiden Typen da gespielt haben. Für ein schönes Lied. So, na dann geht's weiter. Dann, ja, würde ich sagen, Ahnung. Keine Ahnung, warum ich eine Warnung bekomme. So, es geht jetzt hier um. Okay, das ist noch nicht geladen. Kann es sehen, um was es da geht? Ah, was ist das da oben? Er will, dass ich da lang laufe. Ach, guck mal hier. Hier ist der Kollege mit dem Auktionshaus. Ah. Hallo, ich bin O'Shell, der Angestellte des Auktionshauses. Dieser bequeme Service bietet einen Ort für kostenlose Transaktionen unter den vielen Wanderern der Region. Wenn ihr daran interessiert sein solltet, etwas zu kaufen oder zu verkaufen, kommt zu mir. Vielleicht stolpert ihr über einige unerwartete Schätze. Die goldene Statue des Bürgermeisters. Ja, diese goldene Statue ist in der Tat ein seltener Gegenstand. Aber ich glaube kaum, dass jemand etwas so Schweres mit sich herumtragen möchte. Ja. Es tut mir sehr leid, die goldene Statue des Bürgermeisters wurde nicht verkauft. Ich habe sie zurückgeschickt, nachdem die Auktion ausgelaufen war. Er ist wahrscheinlich zu sehr mit neuen Abenteuern beschäftigt, um den Brief selbst abzuholen. Geht einfach für ihn zum Briefkasten von Loga. Dort solltet ihr den Brief mit der zurückgegebenen Ware finden. Okay, na, wo der Briefkasten ist, das wissen wir ja schon. Wir hatten ja hier einen Briefkasten, als wir hier, genau, als wir gerade hier gedroppt sind, kann man so sagen. Der Briefkasten ist mit Briefen unterschiedlicher Größen vollgestopft. Es wird sich eine Weile dauern, die ganze Post nach dem Brief des Auktionshauses für Bürgermeister George mit der zurückgegebenen Ware zu durchsuchen. Endlich habt ihr unter all den Briefen den Brief des Auktionshauses für Bürgermeister George mit der zurückgegebenen Ware gefunden. Ihr fühlt euch verpflichtet, ihm den Brief zu geben. Okay, kein Problem. So, jetzt muss ich kurz mal gucken, wo war denn George? Junge, Junge, Junge. War aber nicht hier vor meiner Nase, war? Nee. Ob der stand hier gerade irgendwie um die Ecke. Wie da hinten da. Die Ecke war's. War die andere Ecke. Dies ist vielleicht ein kleiner Ort. Na, das wissen wir ja schon. Ein Brief des Auktionshauses? Oh nein, niemand will diese schöne glänzende goldene Statue kaufen. Wer hätte das gedacht? Aber trotzdem danke ich euch dafür, dass ihr diesen Weg auf euch genommen habt, um mir zu helfen. Womit soll ich euch belohnen? Wie wäre es damit? Ich habe bei Zit, dem Mechaniker, einen Satz Waffen hinterlassen, damit er sie verbessert. Ich gebe euch eine Nachricht mit. Gebt sie einfach Zit und sucht eine für euch passende Waffe aus. Das wird eine angemessene Belohnung für euch sein. Okay, Zit, der Mechaniker. Ach ja, habt ihr das Hausmädchen Mado gesehen? Diese reizende kleine Dame hilft neuen Abenteurern, sich für ein Haus zu bewerben, damit jeder einen Ort hat, an dem er sich ausruhen kann. Nach der Bewerbung für ein Haus gibt sie euch außerdem eine Aufbewahrungstruhe mit 20 Plätzen, in der ihr überschüssige Gegenstände aufbewahren könnt. Vergesst also nicht, sie zu besuchen, bevor ihr geht. Ihr werdet sehen, dass es sehr nützlich ist, ein Haus zu haben. Mado. Mado, das Hausmädchen. Okay. Und Sid, hier ist Sid. Hallo Sid. Wie ermüdend. Diese Liste meiner Ausrüstungsteile, die ich reparieren muss, ist endlos lang.
Wann werde ich jemals Zeit haben, meine Forschung zu betreiben? Ich sollte ein Forscher sein, anstatt diese Plackerei auf mich nehmen zu müssen. Ihr wollt diese Waffen haben? Der Bürgermeister hat mich gebeten, diese Waffen für ihn zu verbessern. Aber ich habe nichts dagegen einzuwenden, wenn er sie euch geben will. Aber wollt ihr nicht noch bessere Waffen? Wenn ihr ein paar Diamanten dabei habt, gebt mir einfach einen. Damit werde ich eure Waffe um 2 Stufen verbessern. Wie wär's? Ich mache euch einen Preis. Ich hab doch gar keine Diamanten, oder? Habe ich Diamanten? Hier sind Diamanten. Null. Nee, habe ich leider nicht. Gut, dann will ich die Waffe so haben, so gut wie sie ist. Jetzt habe ich eine Waffe bekommen. Das hier. Ach so. Okay. Physischer Schaden 12. Okay, die ich anhabe, ist natürlich schon krasser. Die habe ich ja von einem Zuschauer hier bekommen. Die ist natürlich viel besser. Schade. Kein Problem. So. Milaya war das, richtig? Habt ihr jemals Verstecken gespielt? Das macht eine Menge Spaß. Aber es ist so schade, dass es nicht mehr Kinder in Loga gibt. Ich bin derjenige, der sucht. Ich konnte Ray und Peter nicht finden, aber Dees Vater bereits nach Hause gekommen. Und jetzt ist er böse, weil Ray nicht da ist. Könntet ihr Ray für mich suchen? Sagt ihm, dass das Spiel vorbei ist und er so schnell wie möglich nach Hause gehen soll. Aber die war das nicht. Elia? Begleithände? Ich bin mir gerade nicht so richtig sicher. Wer ist noch wahr? Irgendwie werden meine Aufgaben auch schon wieder nicht angezeigt hier. So ein Mist. Best. Dass ihr die bitte hier. Denn. Gucken, gucken, mein Freund. Muss ich jetzt hier selber suchen oder? Der Karte sieht man leider auch nicht. Wo bin ich hier? Hier hinter mir ist ein Häkchen. Hier. Ach, Meido hieß die. Ach, so das Hausmädchen. Ah, die heißen ja fast alle gleich. Besitzt ihr ein Haus? Wenn nicht, worauf wartet ihr noch? Kommt mit mir, um euch für eins anzumelden. Wenn ihr ein Haus bekommen habt, denkt daran, oft dorthin zurückzukehren, um es euch anzusehen. Hallo ihr da, ihr müsst neu in der Gegend sein. Bitte geht zu Christine, der Schülerin von diesem Herr Urobold, und registriert euren Rückrufpunkt. Christine und ihr Ausbilder sind bei der Windmühle auf der nördlichen Seite von Loga. Geht zu ihr. Christine und Sturbold. Okay, die Mühle ist da hinten. Guck mal, ich habe neue Talente erlernt. Blitzschlag habe ich schon. Ich kann es aber steigern. Artische Aufladung haben wir auch schon. Plasmapfeil haben wir. Flammen. Hier ist alles dabei. Ah, da hinten. Denn Sturbeut ein Hund? Sturbeut ist ein Hund. Da ist Christine. Hallo Christine. Ich bin Christine, ich bin die beste Schülerin von Herrn Sturobold aus Alices Forscherteam. Frage jeden Abenteurer, den ich treffe, nach einem Kommentar.
Beidou hat euch geschickt, damit ihr euren Rückrufpunkt mit mir registriert. Tut mir wirklich leid, aber ich lerne gerade erst die Grundlagen von meinem Lehrer hier. Habt ihr es eilig oder könnt ihr vielleicht noch einen Monat warten? Wenn ihr wirklich in Eile seid, könnt ihr euch mit meinem Lehrer registrieren, der hier neben mir steht. Ihr sagt, ihr seht da nur einen Hund? Das ist so unhöflich. Dieser Hund ist mein Ausbilder, Herr Storobold. Okay, den Witz kennen die also schon. Ich möchte meinen Rückrufpunkt registrieren. Okay, perfekt. Naja. Lief doch ganz gut, oder? Kann man so sagen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall das schon mal gemacht. Als nächstes ist hier. Ach, findet Ray und sagt ihm, er soll nach Hause kommen. Kann ich das? Ach, der ist da hinten irgendwo. Der ist hier in der Höhle, in der Dings drinne. Ihr braucht einen Dunststein, um den Windmühlenkeller zu betreten. Was ist denn bitte ein Dunststein? Soll das sein? Immer wieder was Neues, Mensch. Und dabei wollte ich doch einfach nur den kleinen Jungen suchen. Gibt's doch nicht, oder? Okay. Ja, vielleicht könnt ihr mir mal erklären, was ein Dunststein ist, wo ich den besorge und ob der kleine Ray eigentlich überhaupt da drin ist. Vielleicht ist er auch ganz woanders und bin einfach nur zu doof. So, was ist das hier? Für ein Krams. Das ist einfach nur da, macht aber nichts. Das ist gar kein Problem. Gut, meine Lieben, hier haben wir schon den Alchemie-Ausbilder. Naja. Da wissen wir schon, was wir als nächstes tun. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über ein Like freuen. Und abonniert den Kanal, wenn ihr auch Rollenspieler seid und Lust habt auf jede Menge geiles Zeug hier. Dann bedanke ich mich. Macht's gut, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal, euer André. Und ciao, ciao.